So, ich begrüße euch zu einer Aufnahme von Among Us. Und wir haben hier auf dem Discord ein paar Leute zusammengetrommelt, die sich gerne alle einfach mal gerne einzeln vorstellen mögen. Und wenn ich alles richtig eingestellt habe, dann seht ihr oben rechts immer, wer redet. Also jetzt gerade, genau, jetzt gerade sieht man mich, mein kleines Symbol. Das sieht jetzt nicht ganz so gut, weil da gleichzeitig die Aufgabentext, die Einstellungen sind. Aber im Spiel selber würdet ihr das dann besser sehen. Jedenfalls darf sich gerne mal jeder einfach vorstellen. Jetzt soll ich jemanden aufrufen oder wird sonst einfach durcheinander gequatscht? Oh, Soll ich nee, wir zählen? rufen lieber Leute auf. Mach doch von oben Dani, nach leg doch mal unten. los. Hallo, ich bin Dani, man kennt mich von Dani und ich spiele aus dem Gefängnis. Eigentlich heißt der Daniel. Jan macht weiter. Dani steht für Daniela. Ich bin Jan, man kennt mich von großartigen Projekten wie Conan im Phantasialand und das war's. Stimmt, da warst du Ja, ja auch dabei. hi. Hi, ich bin Flo. Man kennt mich aus dem zweiten Teil von Inferi Mario, aus ein paar Weihnachtshacks, Weihnachtslevel und das war's. Nenn Was mal dein, einen Namen was von dein einem deiner deinen eigenen Hacks? Hack vergessen. Ja, mein Hack natürlich. Wrong Car, Wrong Prank. Ja. Sehenswert. Danke. Counter? Ja, ich bin der Counter. Man kennt mich. Ich habe keinen Satz vorbereitet. Ja. Du trollst gerne auf Twitter. Gar nicht. Okay, Meister Xehanort? Ja, ich bin Meister Xehanort, man kennt mich nicht. Ja, das Theoretisch war's. doch, du warst mal bei einer Smash-Aufnahme dabei. Ja, das stimmt, das stimmt. Scheiße, du hast mal Smash gespielt? Ja, Ja. sicher. Scheiße. Wir Würde einen hatten mal zweiten so ein Accountnamen paar nochmal sagen. Smash-Boss-Multiplayer-Aufnahmen, da war er mit dabei. Und in den Twitch-Streams Dann im kommen wir Chat, zu wenn du einem dich Urgestein des mitverfolgst. Kanals, den man schon ganz lange nicht mehr gehört hat, aber früher sehr viel. Zuni. Hallo, ich bin Zuni und ich nerve gerne Conan. Seit über 10 Jahren. Nach 10 Jahren. Ja, Oh zehn Mann, Jahre ey. nicht mehr. Qualitätssiegel. Yes. So lange schon. So, Nico. Jo, ich bin Nico. Ich bin das Kiddie, was vor 7 bis 8 Jahren immer Connens Zuschauer abgeschreckt hat. Und ja. Aber gute Overworlds gebaut hat. Ja. Genau, Nico hat unter dem Namen Mr. Dappleman gehackt. Beziehungsweise dann hieß er Now. Hat es noch irgendeinen Namen zwischendurch? Ich glaube nicht. Myxo, aber eigentlich, naja. Ich Und hatte noch müssen einen schneller Vornamen, machen. aber ist eigentlich auch egal. Sonst closed die Lobby gleich. Ja, genau. Wir müssten gleich starten, sonst closed die Und Lobby. Emero ist auch dabei, aber der spricht nicht, weil der ist gebannt bei Connor. Ja, Hallo? das Hallo? ist nicht Hallo? Emero. Er darf sie auch gerne Ist euch anschauen. Emero hier mit What's Hier. Playing? Ich bin Ist der euch eigentlich Emero und bewusst? habe Conan Oh. inspiriert, Let's Plays zu machen. Also ich bin der Grund, warum ihr das Video schaut. Na toll. Ist euch eigentlich bewusst, dass wir gerade eine Vorstellungsrunde für HF gemacht haben? So ungefähr, ja. Okay, ich Und starte Conan mal einfach. Schüler. Wer das Spiel kennt, weiß, was wir tun. Wer das Spiel noch nicht so gut kennt, guckt einfach mal ein bisschen zu. Es wird jetzt recht chaotisch. Oh. YOLO. So, wir sind jetzt auf jeden Fall alle still. Schweigefuchs. Und ich muss aber reden können. Deswegen muss ich mich im Discord stumm schalten. Okay. So. Ja, wir gehen einfach Tasks machen. Ne? Also wer das Spiel nicht kennt, da ich Besatzung bin, muss ich Tasks machen. Wahrscheinlich bin ich gleich tot. Wie refuel ich das Ding? Ach, hier. Okay. Ich habe selber noch. Wir haben eine kleine Testaufnahme gemacht, das war's aber auch. Ich habe selber das Spiel noch nie gespielt. Jetzt muss ich einmal ganz fix zum Reaktor gehen und da. Dann. Hilfe. Hier draufdrücken und oben muss auch einer draufdrücken. Damit. Na! So. Damit das hier läuft und dann. Okay. Oha. Oha. So, und jetzt muss ich mich wieder entstummen, damit ich hier mitreden kann. Ich habe gerade festgestellt, ich muss mich natürlich in Discord stummen, weil ich muss ja reden in der Aufnahme. Clever. Wieso? Okay, Du kannst wo? einfach. Kann man einfach Wo nicht war denn machen. der Buddy? So, wer ist denn tot? Flo ist tot, okay. Also Also, ich habe der Buddy Flo noch war. gesehen, der ist noch an mir vorbeigelaufen und das war im rechten Bereich. Ich weiß nicht, wie man den nennt. Und dann ist er aber nach Navigation links. sehen. Navigation, ja. Navigation. Ich bin gerade in den Raum Navigation. reingekommen und dann liegt da so ein weißer
Ein weißer alter Mann. Also wo lag Flo? In Navigation. Ah, okay. Ich kann das Fenster nicht zur Seite scrollen gerade, aber dann könnte ich sie genau beschreiben. Ja, ich weiß nur, ich habe die Karte offen, ich weiß nur, wo Navigation ist. Wie gesagt, wenn ihr die Karte offen haben wollt, ihr könnt in Discord in den einen Dings reingehen, in das Informationsding, da sind die Karten. Wir spielen das Geld. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Emero und Conan sind safe, weil die waren dann gegen Ende noch, wo ich links bin, zum Reaktor da noch mit dabei. Ja, das gilt im Prinzip für Nico auch. Der war eigentlich auch mit uns mit, beziehungsweise links unterwegs. Der kann eigentlich nicht rechts gewesen sein. Würde ich jetzt aber mal Jan, spontan Jan sagen. Aber Jan Ende noch mit Zuni unterwegs. Also ich bin auf jeden Fall nicht safe, weil ich stehe gerade im ganz rechten Bereich von Navigation und ich habe halt Flo entgegenkommen sehen bei den Weapons. Und er ist dann so ein Stück eigentlich Richtung Cafeteria gegangen und ich bin halt nach rechts gegangen. Und ich habe außer Jan auch niemand anders da gesehen. Deswegen würde mich jetzt interessieren, wo genau, Jan, hast du den Flo gefunden? Hier in dem Gang, also von ist das Navigation? Da genau rechts, dieses Ding, ne? Wo du diese Aufgabe mit dem Navigieren hast halt, weißt du? Ja, die habe ich gerade gemacht. Genau, und da in dem Gang halt. Ich habe die Anzeige gerade mal noch ein bisschen größer gemacht, dass man besser sieht, wen redet. Zuni haben wir jetzt gerade gar nicht. Hat jemand Zuni gesehen? Er war wieder AFK in der Base wahrscheinlich. Zuni ist sehr schweigsam. Schweigsam ist immer das. Nein. Okay. Der ist bei mir gelaufen. Ich weiß nicht, ob das ihn klärt, glaube ich nicht. Aber. Der hat reagiert. Ich kann halt nur sagen, ich war bei Conan und den anderen beim Reaktor, also. Also ich finde, ich weiß nicht, ich habe niemand anderen gesehen außer Flo und Jan und jetzt könnt ihr Jan oder mir vertrauen oder noch was dazu sagen, ob ihr noch wen anders da gesehen habt. Gibt's noch nicht genug Informationen. Sowieso noch nicht. Na klar. Ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass einer von euch beiden. Ja. Hä? Ach so, man kann skippen. Ich dachte, man muss das Null. So, jetzt muss ich mich schnell wieder muten, dass ich weiterreden kann. Ja. Ah nein, nicht in Teams. Discord. Boah, ich will nichts von der Aufnahme von Conan hören. So, jetzt kann ich weiterlaufen. Typischen Floskeln von ihm. Nein. Echt schicken, dass ich da mal schnell alles umstelle. So, ich hoffe, ihr hört mich wieder und der Rest nicht. Da oben haben wir noch eine Aufgabe zu erledigen. Ach, und die eine Aufgabe, da wurde mir... da muss ich drücken. Die eine Aufgabe, da wurde mir ja hier mittendrin das Dings abgestellt. Die muss ich auch noch machen. Was ist das denn? Und wie geht die denn? Ach so. Ja, wird sich schon jemand drum kümmern. Ich mache jetzt den Quatsch hier erstmal. Okay. So, jetzt muss ich dran denken, mich zu entstummen. Nee. Okay. Sonst rede ich die ganze Zeit und dann hören die mich nicht. Was ist der da, wo du den Tank auffüllst, ne? Rechts an, ich glaube Shield Bay ist das, richtig? Unten rechts quasi. Genau, unten rechts ist Shield. Okay. Da, wo auch dieses Radio ist, direkt aus dem Tor raus, liegt Zuni. Du hast den schon wieder gefunden. Ja, ich kam von links runter. Dann findet ihr mal die Leiche. Den habe ich alles getroffen. Ich habe Conan auf dem Weg getroffen. Ich habe Emero auf dem Weg getroffen. Ich habe Veit auf dem Weg getroffen. Ich hatte zwischendurch über die Kameras geguckt. Ich hatte Zuni, Dani, Xehanort, hatte ich alle über Kameras gesehen, aber alle an unterschiedlichen Orten. Wo hast du Orten. Mich getroffen? Warst du nicht in Reaktor? Ich war in Reaktor, ja. Ja, ich bin an Reaktor. Ich war ja in den Kameras. Ich bin an Reaktor. Ach, an den Kameras. Ja, okay, an den Kameras, weil ich habe dich nicht wahrgenommen. Könnt ihr ganz kurz erklären, wie das mit den Kameras funktioniert? Ist das Ding im Admin-Raum? Das ist das oder? Ding im Security. Nein. Im Security. Da klickst du auf diesen Bildschirm und dann kannst du die Kameras durchklicken. Ja, verstehe. Ist hier Bilder, die man sich anschaut. Also ich war ja eben in Navigation ganz rechts und bin dann in Richtung Cafeteria, in Richtung Admin-Raum gegangen. Und da kam mir Zuni im, ich glaube, Weapons-Raum kam er mir noch entgegen. Und ich habe sonst da aber niemanden gesehen und dann war er auch schon wieder tot ungefähr. Ich habe halt nur links Leute gesehen. Ich kann über rechts halt überhaupt nichts sagen. Also ich war auch tatsächlich nur links. Ich habe in Upper Engine einen Task gemacht und in Reaktor einen Task. Beziehungsweise in Reaktor wurde mir der Task jetzt wieder abgebrochen. Ich komme nicht dazu, den zu machen. Also ich war am Ende. Zwei Möglichkeiten, mich zu töten, ohne dass es jemand merkt und hat es nicht getan. Deswegen glaube ich, dass er schon clear ist. Für mich. Jan? Ja.
Ich kann halt noch dazu sagen, ich war gerade unterwegs, um Oxygen zu machen und da habe ich halt den Körper von Cyni gesehen. Also Oxygen, die wisst schon, die Falle. Ich war mit Nico schon bei Oxygen da gewesen, wo der Report kam. Ah, okay. Ich war aber nie unten, ich war nur in Weapons, das dauert ja lange, die Dinger da zu erschießen. Sehan, wo warst du am Als letztes war ich bei Oxygen, also beim rechten, und davor war ich in Navigation und habe den Upload gemacht. Okay, das stimmt. Das habe ich in der Kamera gesehen. Ach du, ich sehe es gerade, du wirst wenn du sprichst, natürlich noch als nicht HF angezeigt, weil du auf Discord nicht HF heißt. Das finde ich auch. Ich denke immer noch Dani oder Flo. Weil Dani war. Flo ist tot! Ich bin tot. Nicht Flo. Flo war es, alles klar. Imposter gefunden. Ich glaube, Flo hat einfach so eine Donald-Aura. Ist schon okay. Jetzt mal ehrlich, wer ist orange? Flo ist das, selbst wenn er tot ist. Ich glaube, das ist nicht Dani. Ich glaube, wenn Dani Imposter wäre, hätte er schon jemanden getötet. So. Ich mute mich mal wieder. Also hier zumindest. Zack. Keiner raus, übersprungen. Okay. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt endlich mal, meine verfluchte Dings da drüben zu machen. Ich muss übrigens, glaube ich, muss die Maus rausnehmen. Oder die Maus braucht ja... Oder braucht ihr die Maus? Ist es nützlich für euch, wenn ihr die Maus seht? Oh, ich bin gleich tot. Oh, ich kann hier weitermachen. Das ist ja praktisch. Na, endlich. So, jetzt muss ich das Licht anmachen. Wo ist denn das? Da, wo lagert. Nee, oder? Ah, nee, hier. Hier mache ich das Licht an. Okay, ich mach das Licht nicht mehr an. Ich war in Navigations und habe eine Leiche. Ich habe keine Leiche gesehen, aber den Report-Button. Deswegen habe ich drauf geklickt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das ist auch gut. Also ich kann Conan und Nico clearen, die waren fast die ganze Zeit bei mir im Reaktor. Ja, same. Hab ich auch gesehen. Hab ich am Admin-Table gesehen, aber da waren drei Leute im Dings. Warte. So. Weil ich habe niemanden bekommen gesehen. Ich habe die Wires gemacht und ich habe halt gesehen, wie er halt eine Task gemacht hat in der Ecke. Dann wurde es dunkel und dann kam das Report-Button. So. Ich habe euch doch gerade noch gesehen gehabt bei Navigation. Ich war aber schon weg. Ich war gerade schon fast bei Storage, also der Report kam. Okay, ich würde ganz gerne was sagen. Ich habe richtig noobmäßig gerade in der Runde nichts geschafft, außer in den Admin-Bereich zu gehen, mir die Karte anzugucken. Und ich habe gesehen, dass drei Leute die ganze Zeit im Reaktor waren und eine Person in Navigation eigentlich auch nur rumstand, so gut wie. Und von der Person, von letzterem, würde ich gerne wissen, wer das war. Ja, das ist wahrscheinlich unser Imposter. Das kann aber der Tote sein. Oh, das kann auch sein. Ja. Kann der Tote sein, aber vielleicht claimt ja jemand, das gewesen zu sein. Also wir können ja, wir haben ja schon mal drei, die sich gegenseitig decken können. Wir wissen halt jetzt auch gar nicht, wo der Tote liegt, ne, weil wir den Report-Button... Ja, wo liegt er denn? Bestimmt auch. Der liegt safe in der Nähe von Navigation, weil ich die da halt zuletzt gesehen habe. Ja, aber bestimmt hilft ja nicht, weil wir hatten ja nur den Report-Button gedrückt. Niemand die Leiche gefunden. Ja. Genau weiß ich nicht. Hat niemand die Leiche gefunden? Weit bewegt haben. Nee, es war doch stockfinster, Junge. Ja, Ricardo hat den Report-Button gesehen und gedrückt, ohne zu wissen, wo die Leiche liegt. Ja, das heißt, du bist ja in der Nähe von der Leiche. Ja, in der Nähe muss er gewesen sein, aber er hat sie nicht exakt lokalisieren können. Ja. Du siehst ja trotzdem den Report-Button aufploppen, dann weißt du ja, die Leiche ist in der Nähe. Ja. Also. Ach so, du hast nicht den Report-Button in der Cafeteria gefunden, du hast einfach nur den Dingens gesehen. Den Leichen-Report-Button. Ja, genau. Leichen-Button, ohne die Leiche zu sehen. In der Cafeteria ist Emergency-Button. Also lass doch mal festhalten. Ich glaube, da dachte ich mir, okay, vielleicht war es Fight. Falls es jemand anders gestorben wäre, dann hätte ich gesagt, lass doch mal festhalten, vorher da, aber ihr drei, Conan, Nico und Jan, ihr deckt euch jetzt, ne? Das heißt, es können ja es könnte ja trotzdem einer von uns Imposter sein, aber zumindest nicht der jetzt den Kill gemacht hat. Ja. Das ist natürlich true, Wir müssen jetzt aber jemanden ausvoten, weil wir sind 6 Leute, 2 Imposter. Wenn jetzt die Imposter jeder einen killen, dann gewinnen sie. Hm. Also müssen wir jetzt jemanden... In der Dunkelheit ist locker jemand einfach abgehauen und hat den Kill gemacht.
Also ja, theoretisch, wenn Dani, ja, gesagt, Dani kann relativ gut ja bestätigen, wie das alles abgelaufen ist. Also ist ja eigentlich ziemlich sicher tatsächlich an dem Admin-Tisch gewesen. Ja. Das macht ihn natürlich jetzt relativ wenig Sass und dann bleiben eigentlich nur noch zwei Leute übrig. Wer deckt sich nicht? Ihr müsst stimmen, bevor aber was Nico, Zeit was läuft Nico, ab. Achso, scheiße. Oh, okay, ich hab vergessen. Okay, jetzt wird keiner rausgeschmissen und dann... Scheiße. Ach, ich habe nicht bestätigt. Haben wir jetzt eventuell. Ja, genau. Ich habe nicht bestätigt. Aber gut. Das... Okay, mute. Das war natürlich dumm. Mute. Ja, habe ich nicht das Licht repariert? Bin ich dumm? Ja, ich habe das... Oh, shit. Licht reparieren? Hilfe? Du zeigst mit denen jetzt... Hat das auch mit dem Licht zu tun? Das... Okay. Ja, ich habe den Emergency-Button nochmal. War Emero eine Sekunde schneller als ich. Das wäre kein... Ich war mit Dani... Light, ja, ich hab dich gesehen. Wollte auch Light fixen. Ah, du wolltest, okay. Genau so, also ja, ich bin nicht selber blöderweise erst nach links gelaufen. Und dann, Wir müssen uns jetzt überlegen, wen wir rausvoten. Wie gesagt, wenn also die zwei Imposter ihren Kill-Cooldown ablaufen und beide einen killen, dann ist das Spiel vorbei. Also, ja. Also mein Gefühl sagt mir einfach, dass Conne ist. Das ist mir sagt, nee, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Conan und Nico, habe ich jetzt Nico gerade eben, Conan vorhin, irgendwie als ziemlich safe gesehen. Ich weiß nicht, Nico hat mir gerade so ein bisschen den Wurm ins Ohr gesetzt, dass Jan ja gerade bei euch gewesen sein kann, um erst recht zu claimen, dass er ja mit euch safe ist und er war auch sehr schnell dabei, das irgendwie out zu callen und irgendwie zu sagen, ja, wir waren ja, haben uns ja gerade gedeckt, wir waren ja zu dritt da im Dings und so. Und ich habe Jan am Anfang halt gesehen, als Flo gestorben ist. Deswegen würde ich voll dafür plädieren, dass wir jetzt einfach Jan rauswählen. Auf der anderen Seite, finde ich, hat sich Ricardo gerade auch, oder Emero gerade ein bisschen verdächtig gemacht. Würde Ricardo selbst die Möglichkeit eröffnen, ihn rauszuworten, indem er den Emergency-Button drückt? Ja, warum denn nicht? Das denke ich, ja, weil wir uns jetzt einig waren, dass wir jemanden rausholen müssen. Ricardo kann ja gerne mal sagen, warum er gerade dann noch Conan so geclaimt hat. Ich finde, Conan hat jetzt nichts gemacht bisher, was oder es warum ist nichts gefallen, was ihm... Warum verteidigst du ihn so sehr? Ja, weil er nichts gemacht hat, was bisher auffällig war und du auf einmal seinen Namen einfach in den Raum stellst. Also jetzt glaube ich, dass Conan... Wenn ich ein Poster wäre und jemand mir das sagt, dann würde ich genau das gleiche machen, was du jetzt gerade machst. Also Conan... Was hat mich jetzt... Nee, aber das würde mich jetzt auch interessieren. Was hat mich jetzt bei dir sass gemacht? Was? Conan was weshalb bin ich jetzt bei dir sass? Was habe ich getan, dass das jetzt... Das ja, du mutest dich immer. Aha, wir haben den getötet. Oh, ich muss mich entmuten. Ja, das sage ich für meine Aufnahme. Ja, ja. Also, weil ganz ehrlich, Ricardo ist schon sehr verdächtig. Das ist das ja auf jeden. Wir müssen uns jetzt halt auch einigen, ne? Wenn wir jetzt keine Mehrheit zusammenkriegen, dann wird wieder keiner rausgewählt. Ich finde, Ricardo hat sich gerade schon ganz schön angestrengt, nicht suspicious zu sein. Ich finde es halt komisch, dass er den Emergency-Button drückt und nicht versucht, jemanden zu töten stattdessen, aber... Ja. Nee, das ergibt schon Sinn. Ricardo stand aber... Aber ich merke jetzt, wie man... Also, wenn ich Streams geschaut habe, habe ich mir gedacht, wie kann man so lost sein? Man erkennt doch, was los ist. Und jetzt denke ich mir so selber, fuck, ich habe keine Ahnung, was los ist. Also, voten wir jetzt Emero raus, oder was? Wir voten Emero raus. Nein, wir... Ja. Ach, fuck. Ich hab gedacht, Ricardo wäre sehr... Nein! Ist auch egal. Ich glaub ja trotzdem. Ist ja okay. Ist ja nicht so. Ich glaube aber, das hat jetzt nicht mehr... Nee. Wow! Scheiße. Fuck. Holy shit. Es war komisch. Ja. Scheiße. Okay, Ruhe. Oh nein, ich krieg die Karte nicht zu. Ich muss mich entmuten. Jetzt. Mein Gott, ich kann sonst nicht reden, wenn ich mich nicht entmuten kann. Ah, das war dumm. So, ja, scheiße. Ja, krass. Oh nein, das ist wirklich, das waren Dani und komm. Ich hatte, Mann. Sorry, Ricardo. Mich hat es halt echt verwirrt, dass Ricardo den Dings drückt. Das war für mich eigentlich so eher nicht
Sass, aber dann hat er sich komischerweise halt nicht plötzlich gesasst. Das war dann wiederum Sass. Ah, endlich kann ich reden. Ich war so blöd am Anfang. Ne? Ich hab Flo gekillt, bin weggewendet und bin dann von der anderen Richtung und hingegangen. Dani, du bist doch an mir vorbeigelaufen, als Jan mich getötet hat. Ich hab's ja auch, Mann. Ich hab ja auch gesehen, dass du da warst. Nee, ich hab nicht gesehen, dass du getötet wurdest. Hä? Aber getötet habe ich dich erst, nachdem Dani schon weg war. Ist natürlich auch immer so die problematische Situation, dass ich am Anfang was sehe und Jan war mir irgendwie war er mir super suspicious, aber das kann ich ja euch nicht. Da hättest du dich, da hättest du dich echt festgenommen. Aber macht voll Sinn. Hätte man machen müssen. Stern hatte jetzt voll die entspannte Rolle, das haben wir ja gar nicht. Ja, Mann. Also ich bin auch noch extra weggewendet in Richtung hier Weapons, glaube ich. Und von der anderen Seite hingekommen. Mir ist erst danach im Diskutieren ist mir aufgefallen, Moment, Dani hat mich doch da gesehen. Ich bin auch blöde, ja, ey. Kreis, ja, du bist im Kreis. Aber das war eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann waren wir beide irgendwie. Apropos Dani, du musst noch bestätigen. Achso, play again. Dani, ich dachte zuerst, ihr beide seid die Imposter. Und ich muss, weil ihr so zusammengespielt habt. Das war die Frage, die ihr vorhin schon gestellt habt. Gibt es eine Taste, mit der ich mich in Discord sofort stumm schalten kann? Kannst du einstellen, wenn du das als Software hast. Im Browser geht's nicht. Ach, Gott, dang it. Hast du Discord installiert oder als Discord? Benutzt du Discord im Browser? Nein, ich hab die Dings. Ja, dann kannst du es einstellen. Ja, dann hab ich doch was. Ja, was will ich denn mehr? Alter, ich dachte gerade, nachdem Flo gesagt hat, das kannst du im Browser aber nicht machen, du so, scheiße. Nee, ich hab mit Browser schon jetzt, Im Browser funktionieren noch die Overlays. Mikrofon ausschalten, CTRL, Shift M, was ist das denn? Ich, ja Mensch, benutze den Discord in einem Browser. Ich hab nur die Overlays. So, ich probier das mal kurz, CTRL, Shift M. Und das ist das gleiche, Jan. Perfekt. Außer Tasten. Optimal. Gut, dann mache ich das nämlich so, weil ich jedes Mal muss ich die Karte schließen und dann klicke ich woanders hin und dann geht die Karte nicht zu. Mhm. Aber wenn du Discord nicht im Fokus hast, geht's nicht. Zumindest bei mir nicht. Ja, aber dann kann ich trotzdem zack und zack machen. Sehr gut. Ah. Fantastisch. So, nächste Runde bitte. So, genau. Bevor eine nehmen wir noch auf, die würde ich mit dem Part mit reinnehmen, dass wir hier zwei Runden im Part haben. Boah. Let's go. Okay. Ich muss sagen, ich bin lieber Crewmate als Imposter, aber. Ist jetzt die dritte Runde oder zweite? Ich hab das jetzt nicht. Die zweite richtige ist die zweite Aufnahme. Die Runde. Aufgenommen. Ja, okay. Ich bin schon wieder Crewmate. Okay. Gut, so, gehen wir Tasks machen, ne? Das ist. Okay, Elektrik haben wir schon mal zwei Tasks. Das ist doch schnell erledigt. Ist natürlich immer gefährlich, wenn man alleine losläuft. Weil man immer nie weiß, ob man nicht gleich tot ist. Aber ich vertraue mal Xehanort, dass er es nicht auch gleich... Ja, er muss... Also Jan muss scheinbar auch Tasks machen. Wir haben es aktuell noch so eingestellt, dass die Leiste sich sofort... Okay. Das heißt aber... Jan ist... Was machst du da? Okay. I don't know. Interessante Geschichte. Wo muss ich denn hin? Ich habe da drüben gar nichts. Scheiße. Muss in O2, habe ich drei Sachen. Was ist das denn für eine Zusammenstellung? Da unten geht Sunny lang. Jetzt ist jemand tot. Oh. So. Steuerung, okay. Shift, oh, M. Hab ich was gesehen. Hört man mich jetzt wieder? Warte mal, da muss ich kurz auf die Karte gucken. Nein. Upper Engine, hinter dieser Engine. So, das war... Ja, dich hört man. Ah, perfekt. Upper Engine, ganz oben. Und ich bin rein, glaube ich, über den Weg. Ich glaube, einer hat mich auch direkt immer verfolgt. Warte mal, ich erkläre kurz meine Sichtweise. Xehanort hat mich die ganze Zeit verfolgt und Dani habe ich ab und zu gesehen. Ja. Und Dani habe ich ab und zu gesehen und ich dachte zuerst, ich hau mal von euch ein bisschen ab. Das war nämlich auch mein Gedanke. Wo lag die Leiche? Ja, die Leiche lag im Upper Engine. Das ist links oben. Ach, da. Okay, also ich war mit Jan eine Zeit lang in Electrical eingesperrt. Wir waren eingesperrt. Das die Türen waren zu, deswegen bin ich dann immer wieder hoch zu dir gelaufen und hab gedacht, so, was ist jetzt los? Ich hatte kurz Angst. Nee, ich wollte dir nichts tun, ich hab nur so die Tür war zu und dann dachte ich so, hä, was ist los? Bin wieder hoch. Also ich bestätige, Conan hätte mich töten können, wir waren beide in Electrical, scheinbar eingesperrt, das kann ich nicht die sagen. Ich hab aber nur Dani, Dani kam mir von links entgegen, von Reactor und so weiter. Ich war im Lower Engine. Conan, dich hab ich auch gesehen. Ich glaube, ich kann Xehanort ausschließen, weil er nicht so weit oben war. Ich glaube, er war eher so in der Mitte. Ich hab Xehan gesehen, als du im Security an diesem Rechner standst. Ich weiß natürlich nicht, ob das ein Task ist, weil ich das Spiel nicht gut genug kenne. Ich hab auch so einen Task gemacht mit so einem Buchstaben. Mit so einer Zahl, 1 bis 10.
Wir hatten ja, noch einen dritten in Electrical zwischendurch, ganz am Anfang. Wer war der dritte? Ja, das war ich. Das war ich. Ich kann mal kurz meine Sichtweise erzählen. Ich war am Anfang in Electrical und habe die Power diverted nach Security, glaube ich. Und dann bin ich halt dahin gegangen. Da bin ich Daniel und Flo über den Weg gelaufen. Dann hatte ich auch noch das mit den Zahlen von 1 bis 10 gemacht. Und dann bin ich vor Flo abgehauen. Und da habe ich versucht, vor Flo abzuhauen, weil mir das nicht ganz geheuer war. Und offensichtlich sind wir da an der Leiche vorbeigelaufen, die ich aber nicht gesehen habe. Ich habe zuerst gedacht, Xehanort will mich töten, weil er auch dahin läuft, wo ich hinlaufe. Ich wusste nicht, dass man das zweimal machen kann anscheinend. Dann hat er das wohl auch gemacht. Es sei denn, man kann es nicht zweimal machen, dann hat er es gefällt. Ich habe zweimal. Was, zweimal? Ja. Also ich habe dieses von 1 bis 10. Das kann man safe zweimal machen. Ich weiß es nicht. Ich habe von 1 bis 10 die Zahlen angeklickt, den Task von 1 bis 10. Und danach hatte Meister Xehanort das auch nochmal gemacht. Das kann ja vielleicht mal wirklich ein Pro sagen, ob das geht oder nicht. Ja. Zweimal also den Tag an einer Maschine. Zweimal nicht, aber du kannst. Es ging mir vorhin auch so, dass ich. Also du kannst ja abfacken, also irgendwas falsch machen und dann nochmal. Ich hatte ihn ja zuerst gemacht und abgeschlossen. Ja, ja. Und dann hatte Xehanort, ist der nochmal gelaufen. Nee, doch, zwei Leute können den gleichen Task haben, ja. Ich wollte auch gerade sagen, zwei Leute können den gleichen Task haben. Das ist ja bei den Wires. Eine Person kann nicht den gleichen Task zweimal machen. Aber Ich will noch einen Hot-Take bringen. Ich glaube, Flo enttarnt sich gerade so ein bisschen, dass er hier Fake Plane wollte. Und ja. Ich fand das auch gerade so ein bisschen verräterisch. Also bei mir war es auch so, ich habe Flo gesehen, er ist mir entgegengekommen, er ist mir hinterhergelaufen, er hat Xehan gesehen, er ist von mir weggelaufen. Ich weiß nicht, ob das was bedeutet, aber das wollte ich auch nochmal in den Raum stellen. Ich vote jetzt für Flo einfach. Ja, ich könnte gerne machen. Hat sich gerade im Gespräch ein bisschen verdächtig gemacht, aber ja, wenn es nicht war, dann tut's mir leid. Ciao. Also ich habe vergessen zu voten. Scheiße. Ich bin jetzt voll auf dem Dani-Zug übrigens. Macht Sinn. So, ich bin wieder gemutet. Wir gehen weiter zu Waffen. Ich muss mich immer erst orientieren, das wirkt ganz komisch, wie ich da rumlaufe. Was ist das denn? Hilfe! Okay, so. Muss ich die alle erwischen? Oder geht es auch, wenn ich einfach nur ein paar erwische? Scheinbar geht es auch so weiter. Wahrscheinlich einfach nur, dass man... Ja, okay. Wo ist das? Das ist hier. Ah, was? 5, 3, 1, 9, 8. Okay. Welches jetzt noch? Wieso geht da keiner hin? Wir haben noch 10 Sekunden bis... Leute, jemand muss da hingehen. Okay, jetzt hat es jemand gemacht. Mein Gott, macht's noch nicht so spannend. So, machen wir schnell den Task hier. Ach Gott, ist wieder... Okay. Die Leiche ist unten. Also ich war in Admin und habe da den O2-Dings da repariert. Oxygen, bla bla bla. Und Zünni ist dann noch danach gekommen. Das habe ich gerade gesehen. Und dann laufe ich raus, laufe runter und da sehe ich den hier, also Emero, die Leiche. Okay. Also kommen... Ich habe O2 doch gerade auch repariert. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum ihr da beide auch noch standet. Müssen mehr Leute als einer das... An einer Stelle reparieren? Aber es ist ja oft so, dass mehrere hinlaufen, weil du ja nicht weißt, ob es jemand schon repariert. Und genau. Also den Code bei O2 habe ich eingegeben. Wo hast du die Leiche gefunden? Wo genau? Unterhalb von... Also wenn du aus Admin rauskommst und dann runter gehst. Also in Storage quasi. Ja, genau, in Storage. Weil ich kam gerade von dem anderen, also von dem anderen O2-Ding entgegen. Und da ist mir Conan... aus genau der Richtung entgegengelaufen. Da stimme ich dir zu. Ich kann dir sagen, wieso ich da entgegengekommen bin. Ich war in O2, habe da das eine gemacht und dann hat es angezeigt, dass in Admin das andere ist. Und dann wollte ich da hinlaufen und als ich gesehen habe, dass es schon gemacht wurde, bin ich wieder zurückgelaufen und wollte meine nächsten Task in Navigation machen. Arnold, wo warst du eigentlich während dem O2? Da kommt jetzt eine etwas peinliche Geschichte. Ich war in Admin und wollte gerade Dingens hochladen. Dann kam der Alarm und weil ich nur das eine Oxygen irgendwie im Kopf hatte und bin ich rechts zu den anderen gelaufen und verstand dann da. Und dann bin ich halt von da runter Richtung Shields gelaufen. Also du bist oben. Achso, du wolltest ja, ich bin oben rum durch die Cafeteria. Wärst aber in Admin direkt gewesen, um es richtig auszuschalten sofort. Eigentlich schon, ja, war dumm. Zünni, wo bist du? Zünni, wo warst du vor Admin?
Core-Admin. Ja, der war mit mir aus Richtung Weapons gekommen, wenn ich mich nicht erinnere. Sunny war auch zwischendurch mit mir in Admin am Anfang, oder? Ich möchte auch kurz nochmal betonen, wir haben zwei Hoster, die können sich gerade gegenseitig decken. Aber stimmt, Sunny war auch da. Dani also war auch nach Anfang unten gegangen und dann kam Oxygen, dann bin ich nach rechts gegangen und dann ist mir irgendwer entgegengekommen. Ich war auf jeden Fall eine Zeit mit Sunny unterwegs und dann bin ich zu Electrical weitergegangen. Daran erinnere ich mich noch. Das war nach dem O2. Also zwei von den sechs Leuten, die gerade sprechen, decken sich gegenseitig. Möchte es nur kurz erwähnen. Hat jetzt jeder gesprochen. Ich weiß es nicht, aber wir müssen voten. Wir sind sechs Leute, zwei Imposter. Sunny, wen hast du gevotet? Ich hab Donald gevotet. Ich hab tatsächlich Sunny gevotet, weil der Zug von Sunny kam für mich ein bisschen aus dem Nichts. Es ist halt super durch. Halt genau es ist halt so schwierig, man will keinen falsch voten, aber. Das war, wie gesagt, das war ein dummes Missplay, aber ich hab nichts Verdächtiges gemacht in irgendeiner Hinsicht. Wir müssen jemanden rausholen, Leute. Wenn wir Gleichstand haben, dann. Beim ersten jetzt Mal, auf Dani, da hast du mich eigentlich gesehen. Da habe ich voll was verdächtigt. Das meine ich ja gerade. Ich bin jetzt auf Zuni gegangen. Ist das Suspicious gemacht, aber jetzt. Oha. Aber es ist. Okay. Fuck. Bin ich jetzt tot? Ja, ne? Du bist tot. Ja. Die Mehrheit ist immer dann raus. Ja, scheiße. Oh, das ist jetzt schlecht. Ja, ist halt. Schlecht, Zuni. Ich wäre wirklich bei Zuni geblieben. Das ist. Wir können jetzt natürlich. Stimmt, wir können jetzt warten und Zuni rausloten. Mit dem. Na, können wir das Ding machen, wenn. Wenn wir zu dritt gehen, dürfte es eigentlich gut gehen. Das bedeutet aber. Die zwei, die übrig sind. Ja. Oder. Ja. Oder so. Oh, krass. Was zum Teufel? GG. Niemals. Können wir bitte überfallen? Ich wollte gerade sagen, ich bin safe, wenn ich mit den dreien mitgehe. Scheiße. Ja. Und definitiv. Beide waren Es kommen immer diese Geständnisse von wegen, ich hab's doch gewusst, aber ich wollte doch sagen, Nico war vorher immer so direkt am Anfang kooperativ und war so leiser am Anfang. Fuck, man fängt echt an, sich auf die falschen festzuhaken. Ja, können wir bitte aufarbeiten, warum ich verdächtig war am Anfang, okay? Nö. Du hast so ein bisschen mit dem Ups, das war so ein bisschen komisch. Naja, Ups, weil ich das Weil du lachen musstest. Aber das hatte so dieses, ich habe mich verraten Gefühl, aber das war dann nicht. Das war dann deswegen. Und dann mach mal jetzt Neustart, waiting for host hier. Ja, ich bin unterwegs. Krass. Können wir sogar noch eine Runde in den Part mitnehmen, das ist okay. Wir sind gerade mal bei einer halben Stunde. Aber immerhin weiß ich jetzt, dass Personen quasi zweimal den gleichen Task machen. Das wusste ich halt am Anfang nicht. Weil dann wäre nämlich Xehanort super verdächtig gewesen, für mich am Anfang schon. Und das hätte ich dann auch gedacht. Hast du recht, ja. Also es gibt auch Tasks, wo man. Ach gut, wie war denn das? Aber ich weiß, ob die jetzt mit eingebaut sind. Also Flo, ich habe für dich gewotet, weil du ein alter weißer Mann bist. Ja. Das stimmt natürlich. Den Unlock Manifolds kann man tatsächlich nur einmal machen. Da habe ich aber nicht darauf gebaut, dass sie da nicht drauf kommt. Ja, krass, wobei jetzt eben zweimal denselben Task an zwei Orten gemacht. Ja, aber das ist Visual Task. Das ist möglich, das sind zum Beispiel diese Wire-Dinger, die gibt es ganz oft. Okay. Die Wire-Teile gibt es öfter. Genau. Okay, alle da? Das ist aber ein Visual Task. Der eine Task war aber ein Visual Task. Das war eben echt ein Visual Task von dir, Xehan. Heftig, Mann. Ich möchte ein Poster sein. Ach, Mann. Okay. Bin ich halt wieder kein Imposter. Ach, ich hab direkt hier zwei Tasks. Was ist das denn? Okay, zack. Ach, hold. Okay, zack. So, und. Ah ja, das ist, glaube ich, so ein Ding, das macht man, glaube ich, zweimal. Da werde ich später nochmal hingeschickt. Irgendwie so war das. Bin mir nicht sicher, oder? Oder man muss es jetzt irgendwo. Ach, keine Ahnung. Ist auch egal, wir machen jetzt erstmal das Licht. Achso, das ist der tote Kollege da. Aber ich kann allerdings. Okay, ich kann die Tasks weitermachen. Auch wenn das Licht aus ist. Das Licht aus ist ja nicht weiter schlimm. Da muss ich mich jetzt nicht drum kümmern. Lieber mache ich Tasks. Kümmere mich mal so drum, dass wir die Tasks fertig bekommen. War ja auch mal was. Okay. Und schon wieder jemand tot. Wer ist tot? Ich habe ihn gefunden und Veit ist tot, ja. Und im Reaktor, warte mal, ich gucke nochmal nach, ja, im Reaktor. Und ich habe nur
Am Anfang bin ich in Admin gegangen und habe gesehen, dass irgendwie drei Leute rechts waren. Ich glaube in Navigation, aber ich weiß es nicht genau. Ich kann sagen, ich habe Flo, Zuni, Conan, Emero alle rechts gesehen und Nico. Genau. Ich habe alle rechts gesehen. Wo war Counter jetzt? Ich war am Ende auch rechts. War im Reaktor und ich habe im Admin stehend nur gesehen, dass Cean auch in Richtung links gegangen ist. Dann kam auf einmal dieser Lichttask. Ja. Das, wo er eigentlich genau da gewesen sein müsste, den habe ich dann gemacht, irgendwie 10 Sekunden später. Und dann laufe ich weiter nach links und sehe, dass Veit tot ist. Also ich weiß nicht, Cean ist schon ziemlich sus. Ja, das ist. Okay. Ich kann bestätigen, ich habe Conan rechts. Ich war mittig die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie gut ist es fast rechts, wenn Jan das so sagt. Aber ich war Cafeteria, habe zwei Tasks gemacht und dann unten Storage einen Task. Hey, ja, doch, du bist am Anfang nach rechts. Conan, wir müssen uns quasi entgegengekommen sein, Dani. Conan, wir müssen uns quasi entgegengekommen sein. Storage gesehen? Wo müssen wir uns entgegengekommen sein? Ich habe niemanden gesehen die ganze Zeit tatsächlich. Weil ich bin am Anfang versehentlich wollte nach Weapons laufen, habe ich gemerkt, ich habe direkt in Cafeteria zwei Tasks, dann habe ich erstmal die gemacht. Da war jemand mit dabei, der hat mit mir da oben Tasks gemacht, ich weiß nicht mehr, wer es war, keine Ahnung. Wo hast du mich gesehen, Xehan, oder was meinst du bitte? Wo das Licht aus war, weil ich bin nämlich, also ich war tatsächlich in Electrical, ich habe die Power diverted und ich war dann nämlich zu Admin zurückgegangen, weil ich da die Power hin diverted habe. Deswegen, mir war es gar nicht in den Sinn gekommen, dass ich den Emergency fixe. Hatte ich auch nicht vor, also weil das Licht ist noch aus, da hat mich nicht gestört. Ich wollte die Dings weitermachen, die Tasks. Also ich habe das auch gar nicht. Wartet mal. Das ist ja gar nicht. Also ich frage mich, warum du das gerade sagst, Xehan, weil ich habe dich halt nicht, gesehen, weil das Licht aus war. Hä? Wo hast du mich denn dann nicht gesehen? Also du bist, als ich im Admin stand, da bist du an mir vorbeigelaufen. Dann musst du so ungefähr auf Höhe Electrical gewesen sein, als das Licht ausgegangen ist. Genau, das Licht ist ausgegangen, wo ich gerade im Electrical war, das ist richtig, ja. Und dann war ich nämlich wieder zurückgegangen zu Admin, weil ich da die Power hinterwirtet habe. Aber da bin ich dir doch entgegengekommen. Also ich würde sagen, es ist... Ja, das habe ich halt nicht gesehen, weil das Licht aus war. Hättest du das Licht gleich wieder anmachen können. Ja, da bin ich nicht drauf gekommen. Ich vermute eher, du bist Richtung Reaktor gegangen, aber... Wer deckt jetzt hier wen, Dani? Moment kurz, da bin ich nicht drauf gekommen, dafür bin ich gerade aus dem Schiff geflogen, wollte ich nur kurz sagen. Ich war am Ende in Weapons, da kam Flo, das kann Flo bezeugen. Wo ist Weapons denn? Okay, ich wollte da. Ganz oben rechts. Ja, Moment, er hat gerade Flo noch mit reingezogen, Flo war die ganze Zeit rechts. Boah, was? Ja, aber der... Ja, genau, Weapons ist auch rechts. Der Mord war doch gar nicht rechts. Ja, aber ich habe von Cean haben wir die ganze Zeit nichts gehört, dass er irgendwie rechts war. Ich war auch viel rechts. Chunni war auch viel rechts. Ich war am Ende rechts. Ich skip, was soll ich machen? Was passiert? Okay. Nico war auch viel rechts. Den habe ich am Ende noch rechts gesehen. Ich bin gespannt. Haben wir endlich mal richtig gewotet? Yes. Jawollo. Oh ja. Schade. Als Fake Play, was von wegen, du bist mir entgegengekommen, am Arsch bist du mir entgegengekommen. Psst. Achso, das hört die gar nicht. Ich mache hier auf Stunde, ich bin schon längst gemutet und die hören es nicht mehr. Oh mein Gott. Schwarze. Nee, geh weg. Oh, scheiße. Sorry. So. Da oben haben wir was und da haben wir was. Nee, bei Dunkelheit habe ich gar keine Lust da irgendwie. Wo bin ich denn? Nein, doch, da ist schon was. Hat nicht geleuchtet. Ich muss. Hä? Wie geht das? Ah. Hilfe! Okay. Lernt mal auch mit der Zeit, wie das funktioniert. Da ist jetzt auch einer, der ist jetzt mir auch nicht hinterher. Wer war das? Das war dem Meer, oder? Also Jan. Ach Quatsch, Jan, sag ich schon. Donald ist Jan. Miro ist Ricardo. Ich komme da voll durcheinander, weil die sich nicht richtig benennen. Ist Ricardo. Asch. Sunny, hast du ihn zufällig gefunden? Ja. Cafeteria, die Türen waren zu. Wer ist vor Nico in die Cafeteria gegangen? Ich habe Nico reingehen sehen, bei mir waren aber die Türen zu, ich war ein Admin. Kann auch einfach der Geist sein. Nein. Ich habe Nico, also pass auf, ich war mit Sunny unten in Storage. Da habe ich ihn rumstehen sehen. Nico ist die ganze Zeit so um Storage rumscharwenzelt. Mhm. Dann bin ich in Richtung Admin gegangen. Nico ist weiter Richtung Cafeteria gegangen. Dann sind die Türen zugegangen. Ich habe meinen Upload gemacht. Dann sind die Türen wieder aufgegangen. Sunny ist durchgegangen Richtung Cafeteria und hat scheinbar die Leiche da gefunden. Das ist jetzt richtig, ist... auch richtig, ich nicht gesehen habe. Achso, Lichter waren aus, ne? Nee, Lichter waren nicht aus.
Nee, Lichter waren wieder an. Ich habe einmal bitte Statusreport, wo waren denn alle? Außer Cindy und Nico. Ich bin runter zu Storage, dann bin ich rüber zu Navigation, hab da einen Task gemacht, dann kam mir Ricardo entgegen, wo ich erst gesagt habe, da kommt Jan, aber es ist ja Jan, der heißt Donald und Ricardo heißt Emiro. Da bin ich durcheinander gekommen, habe ich in der Aufnahme auch so gesagt. Also kam mir Ricardo entgegen, hat dann auch bei Navigation vermutlich einen Task gemacht, keine Ahnung, was er gemacht hat. Und ich habe dann O2 meinen anderen Task gemacht. Also ich kann leider nicht viel sagen. Ich kann nur sagen, Cyni ist definitiv nicht Imposter. Ja, und Dani auch offensichtlich nicht. Also weil Cyni war die ganze Zeit in Storage und die Leiche ist in Cafeteria. Die und Leiche die ist in Cafeteria. Also Storage, ich meine, Ricardo kam theoretisch aus der Richtung. Mehr kann ich aber nicht sagen. Also ich glaube, es ist Flo. Also oder wir können Conan oder mich wählen. Ich glaube, Dani ist wir können. Jan, wir können auch einfach warten. Cyni. Wir können auch einfach warten. Das ist ein Imposter gegen fünf Dinge. Ich bin außen. Wir sind sechs Leute. Ich war die ganze Zeit im Admin-Raum und bin dann nach oben, als die Türen offen waren. Ich weiß nicht, wer mir da rechts entgegenkam. Du warst nicht im Admin-Raum, als die Türen aufgegangen sind vor der Leiche. Ach, ich war vorher, weiß nicht, Storage und Admin-Raum unten irgendwo. Also ich bin mit euch nach unten gelaufen. Da bin ich kurz nach links, der Electrical oder was das ist da. Und da hat irgendjemand den Task gemacht und mich zurückgelaufen. Ich hab dich die ganze Zeit wieder nach oben gelaufen. Ich wollte gerade kurz. Ich habe dich auch nicht. Ich habe dich auch nicht gesehen, Jan. Also Flo. Was? Kannst lachen, was du willst. Ich bin vorher nach unten gelaufen, dann nach links, Electrical oder wie auch immer. Da habe ich da. Ich weiß nicht mehr, wen ich da gesehen habe. Irgendeinen habe ich da gesehen. Und dann bin ich zurück, weil ich dachte, ja gut, da wird jetzt schon alles gemacht. Und am Ende also, als die Türen auf waren, wo ich ganz am Ende war, war rechts vor Weapons. Und da habe ich jemanden gesehen. Ich weiß nicht, wer das war. Also ich habe in erinnern. Security aber gestanden, ich ganz kurz mal, nur um das anzuknüpfen, was du gerade sagst, Flo. Bin in Electrical gegangen, als es Licht war. Da habe ich Nico getroffen, dann war Licht wieder an und ich bin in Richtung Security gegangen. Das waren vielleicht 10 Sekunden, bis dann der Claim jetzt hier eben kam. Und dann habe ich mir die Gänge angeguckt und ich habe dich, Flo, habe ich nicht in den Gängen gesehen. Ich würde sagen, es ist entweder... Also sind die Gänge zwischen Cafeteria und Upper Engine, Storage und Cafeteria, ja, wir müssen voten. Das ist schwierig. Ziemlich sus, also, mein Freund. Ihr könnt mich gerne voten, mir ist das egal. Also. Okay, Skip hat gewonnen. Okay. Shift M. Wenn ich sterbe, votet Flo. Ja, klar. Auch wenn Conan bei dir in der Nähe ist. Okay, mute. So. Wir machen jetzt mal Licht an. Wenn das hier schon so schön aufblinkt. Oh, okay. Oh, das ist... Habe ich hier einen Task? Ich habe hier 3 Tasks, ja moin. Was ist das denn? Wie geht das denn? Was muss ich tun? Wie geht das? Das war die Hilfe. Hä, muss ich nicht drücken, wenn der irgendwie... Kann nichts. Was muss ich da drücken? Base? Wie geht das? Hat. Ach so, hier muss ich drücken. Oh mein Gott, das hat viel zu lang gedauert. Das macht mich böse, Sass. Wer ist jetzt alles hier? Ich habe nicht hingeguckt. Cyni ist hier. Komm, das machen wir noch fix. So, dass die dass die Aufgaben weg sind. Ricardo ist hier. Ricardo macht jetzt hier bei Admin den Dings. Den macht Cyni schon, okay. Wie macht... Ja, Cyni macht den. Okay, Cyni hat den auf jeden... Okay, Cyni ist definitiv safe damit. Ricardo wollte den auch machen. Der ist eigentlich auch safe damit. Muss ich mir merken. Wo muss ich jetzt noch hin, Mensch? Ich lauf hier rum wie ein Vollidiot. Da oben in der Cafeteria habe ich noch was. Scheiße. Wer ist jetzt hier drin? Jan ist hier drin. Lass mich in Ruhe. Okay. So. So. Wer ist jetzt tot? Jetzt. Wer hat das gemeldet? Cyni hat gemeldet. Und die Kamera, die Leiche liegt vor dem Security-Monitor. Also oh, Dani hat mal wieder gestalkt. Ziemlich sicher safe. Der hat unter anderem das O2-Ding mit ausgeschaltet. Donald hat oben Oxygen gemacht, ist auch safe. Donald hat dich geklärt, also ist Flo. Also.
Ich habe Emero viel gesehen, ich habe Conan gerade viel gesehen, ich bleib weiterhin bei Flo. Ja. Ich habe keinen von euch gesehen, ich war im Storage, aber ihr könnt mich gerne rausboten. Ja, aber du bist also per Ausschlussverfahren, ich die alle anderen sind für Storage durchgelaufen bei Oxygen. Ich kann alle anderen als... Ja gut, dann votet mich raus, ich bin Verräter, so. Also ich meine, ich kann alle anderen als safe erkennen, aber ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Eigentlich bin ich mir sicher. Wie vote ich denn jetzt mal? Hä? Für Donald, Mann. Vote für Donald. Nee, ich habe mich selbst gewotet. Fucking, ja, fucking Woll! Schade, Dani. Ich sehe da doch im Security, wie du in meine Richtung kommst und auf einmal macht's Klatsch. Von hinten auf, ja? GG. War echt gut gerade. Jan auch sehr gut kommt. Ob Dave mittlerweile irgendwo geschrieben hat, dass er jetzt mit rein will, aber noch hat er nicht geschrieben. Nee, okay. Du musst immer zwei Runden in eine Aufnahme, ja? Ja, das ist jetzt schon die dritte Runde, glaube ich, gewesen in der Aufnahme. Ja, aber dann mach mal Aufnahmeende. Ja, jetzt machen wir mal Schluss. Das sind jetzt 45 Minuten gewesen. Dann hole ich mir so ein Bier. Jawohl. Ja, hier schließe ich erstmal die Aufnahme ab. Es kann sein, dass wir in den nächsten Aufnahmen ein bisschen Einstellungen ändern und so weiter. Es wird sich zeigen. Ne? Wir kommen mit der Zeit jetzt hier ein bisschen rein in das Spiel und werden sehen, wie es das Ganze sich so entwickeln wird. Danke fürs Zuschauen mehr an der Stelle erstmal. Ich schwöre. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.